Und ich rufe jetzt noch auf den Tagesordnungspunkt 13. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Wohnrauminvestitionsprogrammgesetzes 2041-70 zu 2039-15. Hier haben wir 7,5 Minuten Redezeit und einen Berichterstatter, der Herr Dr. Naas ist. Und Herrn Dr. Naas darf ich zu Beginn der Debatte um die Berichterstattung bitten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen hat sich in seiner Sitzung am 25. November mit dem Gesetzentwurf befasst und schlägt folgende Beschlussfassung vor. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Naas. Damit ist Bericht erstattet. Ich eröffne die Aussprache. Erste Rednerin ist die Kollegin Elke Barth, Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie haben in Ihrer Rede das letzte Mal zu diesem Gesetz gesagt, die Situation an den Wohnungsmärkten ist weiterhin angespannt. Das ist richtig. Ebenso haben Sie gesagt, dass Sie sich sicher sind, dass auch die konjunkturellen Einbrüche im Zuge der Corona-Pandemie, insbesondere das Thema bezahlbares Wohnen, noch einmal in den Fokus rücken werde. Bezahlbares Wohnen sei wichtiger denn je, so zitiere ich Sie aus Ihrer Rede vom 10. November zu diesem Gesetz. Dann verstehe ich aber, ehrlich gesagt, beim allerbesten Willen nicht, wieso ausgerechnet die landeseigene Wohnungsgesellschaft Nassauische Heimstätten mitten in der zweiten Welle dieser furchtbaren Pandemie, die immer mehr Menschen in Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit treibt. Ich glaube, hier werden wir Anfang nächsten Jahres bei allen sinnvollen Bemühungen noch ganz andere Zahlen hören, dass ausgerechnet die landeseigene NH in dieser Situation wieder anfängt, die Mieten zu erhöhen. Wieso lassen Sie das zu? Ich finde das wirklich verantwortungslos. Von den Mieterbünden wissen wir, dass viele Menschen im Frühjahr, im Sommer – Entschuldigung, ich habe hier so ein ständiges Grundrauschen. Ja, es müsste ein bisschen ruhiger sein, auch auf der Regierungsbank, dass wir Frau Barth verstehen können. Bitte, Frau Barth, Sie haben das Wort. Danke. Von den Mieterbünden wissen wir, dass viele Menschen im Frühjahr, im Sommer, auch bei geringeren Einkommen, eben nicht die Möglichkeit von Mietstundungen genutzt haben. Denn es war ihnen klar, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Doch jetzt sind bei vielen die Ersparnisse weg. Und was machen Sie? Sie erhöhen die Mieten bei den Nassauischen Heimstätten. Viele Mieter haben schon Post bekommen, dass es ab Januar wieder teurer wird. Und sagen Sie bitte nicht, Sie hätten dort keinen Einfluss, denn das nehmen wir Ihnen nicht ab. Deswegen werden wir auch heute auch nicht in Ihr übliches Loblied einstimmen. Noch nie habe es mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau gegeben als jetzt. Diesen Satz haben Sie ja alle in der Koalition auswendig gelernt. Und bei Ihnen, Herr Minister, hängt er wahrscheinlich auch über dem Badezimmerspiegel. Und Sie sagen ihn jeden Morgen auf, bevor Sie mit stolz geschwellter Brust das Haus verlassen. Ja, Sie erhöhen die Mittel für das Wohnraumprogramm Investitionsgesetz. Sie verschweigen allerdings, dass Sie auch die Laufzeit verlängern, was es dann schon wieder zumindest ein bisschen relativiert. Was es jetzt aber braucht, und darüber müssen wir jetzt sprechen, und diesen Antrag haben wir, damit es schneller geht und er schneller beraten wird, auch gleich in den Wirtschaftsausschuss gegeben, denn hier kommt er im Plenum sicher eh nicht mehr auf die Tagesordnung, ist ein Sicher-Wohnen-Fonds, um in besonders drastischen Fällen außerordentliche Mietzuschüsse zu gewähren, Mietschulden zu übernehmen. Und morgen haben auch die Kollegen von den LINKEN ihren Setzpunkt zu diesem Thema.
Wir haben auch im letzten Plenum über die zunehmende Obdachlosigkeit gesprochen. Bitte schaffen Sie die Voraussetzungen, damit Corona nicht noch zu mehr Obdachlosigkeit führt. Hier braucht es jetzt außergewöhnliche Maßnahmen in einer außergewöhnlichen Situation. Darüber sollten wir auch heute sprechen. Was tun Sie, um Mietern in der Pandemie zu helfen? Und noch zu dem heutigen Gesetz. Ja, auch die Förderrichtlinien haben Sie verbessert. Und hier sage ich endlich. Denn aufgefordert haben wir Sie dazu schon 2018, damals schon mein Vorgänger Michael Siebel. Dass es einen Verzicht braucht auf sperrige bautechnische Vorgaben, dass es zinslose Darlehen braucht und auch endlich höhere Zuschüsse. Womit wir allerdings noch nicht zufrieden sind, sind die Laufzeiten der sozialen Belegbindung in Ihren Förderrichtlinien zu diesem Gesetz. Maximal 25 Jahre. Meine Damen und Herren, das ist leider immer noch zu kurz. Oder 25 Jahre betragen die möglichen Bindungen jetzt. Ganz ehrlich, bei 15 Jahren lohnt sich das kaum. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt wenigstens auf 30 Jahre hochgehen bzw. auch die Voraussetzungen schaffen für dauerhafte Belegbindungen. Schauen Sie sich Ihre Zahlen an. Die Zahlen über die Entwicklung von Sozialwohnungen und Belegbindung. Und Sie werden sehen, die Entwicklung ist leider nach wie vor insgesamt rückläufig. Ihre PR ist wie immer gut, so auch in Ihrer Pressemeldung vom 3. Dezember erst, in der Sie schreiben, dass noch nie, da ist es wieder das Schöne, noch nie mehr Wohnungen als jetzt zur Förderung angemeldet wurden. Ja, es wurden 1.255 neue Vorhaben im Bereich der Sozialwohnung angemeldet. Und dennoch werden es netto immer weniger. 93.000 Sozialwohnungen in 2018, 79.000 in 2019. Immer noch fallen mehr Wohnungen aus den Belegbindungen raus, als neue geschaffen werden. Immer wenn ein neues Belegrecht geschaffen wird, fallen hintenrum anderthalb, grob gerechnet, gerade wieder aus. Auch wenn mit dem Gesetzentwurf der SPD die Nachwirkungsfrist bei vorzeitig gekündigten Darlehen jetzt wieder auf 10 Jahre hochzusetzen, eine der Ursachen beseitigt wird. Bei den Förderrichtlinien müssen die Belegbindungen noch weiter verlängert, im Idealfall komplett verstetigt werden. Und jetzt in der Corona-Krise sollten Sie dort, wo Sie Einfluss haben, und das ist bei der NH, auf Mieterhöhungen verzichten und einen Sicherwohnfonds einrichten, damit Menschen durch die Pandemie nicht noch ihre Wohnung verlieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Nächster Redner ist der Abgeordnete Jürgen Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mich erst einmal wieder hier eingefädelt. Ja, zur vorgerückter Stunde will ich mich auch wirklich auf das vorliegende Gesetz konzentrieren und das vorab geschickt. Es hat sich an unserer Einstellung zur Einbringung auch nichts geändert. Wir werden dem Gesetzentwurf zustimmen. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Barth hat auf die Rekordmittel von 2,2 Milliarden € hingewiesen, die der Minister, das ist halt ein Instrument, ein Stilinstrument, das er über Jahre hinweg sagte, es sind Rekordmittel und so viel Geld hat noch nie zur Verfügung gestanden. Ja, das stimmt, aber das ist halt auch ein bisschen ein Problem, wenn er sich über Jahre, weil auch schon auch Ihre Vorgängerin hatte diese Rekordmittel, wenn diese Rekordmittel immer im Raum stehen, sich nicht verändern über Jahre, weiß ich nicht, an was misst man denn dann den Rekord? Also irgendwann müsste man mal sagen, okay, das ist die Summe, die wir in Hessen für die Wohnungsbauförderung zur Verfügung haben. Und das Gesetz, was dem jetzt zugrunde liegt, da geht es darum, wie denn diese Mittel denn auch eingesetzt werden.
Meine Damen und Herren, wenn man sich das einmal genau anschaut, das ist nämlich die komplette Legislaturperiode, stellt man dann fest, das sind 440 Millionen € per anno. Und es ist immer schwer gewesen, daran zu kommen an die Zahlen. Wie werden denn diese Zahlen auch verausgabt? Dass 2,2 Milliarden € theoretisch zur Verfügung stehen, ist ja noch kein Wert an sich. Die spannende Frage ist ja, kommt denn das Geld auch da an, wo wir es einsetzen wollen? Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, wofür, aber im Großen und Ganzen sind wir uns ja an der Stelle ja eigentlich. Und in der Pressemitteilung des Ministeriums war zuletzt Anfang Dezember zu lesen, dass 171 Millionen € für Darlehen vorausgabt oder herausgegeben worden sind, 71 Millionen € für Zuschüsse und 19 Millionen € für Belegungszahlen. Da habe ich, Herr Staatsminister, Sie können mich da gerne korrigieren, aber das sind Zahlen, andere habe ich leider nicht. Rund 261 Millionen €, das sind rund 59% von diesen 440 Millionen €. Das heißt, es werden noch nicht einmal 60% von dem Geld, das zur Verfügung steht, überhaupt verausgabt. Und dann kommt man denklogisch natürlich auch an die Konsequenz und sagt, ja, wenn so viel Geld nicht herausgegeben wird, obwohl wir das ja wollen, obwohl wir das als Landtag ja auch zur Verfügung stellen, muss man natürlich mal an die Förderrechtlinien rangehen und sagen, dann müssen wir dort Bürokratie wegschaffen. Und das ist eine Entscheidung, die dieser Staatsminister getroffen hat und diese tragende Regierung. Da habe ich großen Respekt vor, dass sie das tun, weil es die Konsequenz daraus ist, wenn man sich diese Zahlen anschaut. Meine Damen und Herren, wenn wir uns dann anschauen, dass in Hessen rund 367.000 Wohnungen fehlen in den nächsten 20 Jahren. Das sind im Jahr rund 16.000. Und von diesen 16.000 sind im letzten Jahr rund 1.250 Sozialwohnungen gebaut worden. Dann sind das noch nicht einmal 7,8%. Wenn wir uns also ernsthaft darüber unterhalten, dass wir auch vernünftig oder günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen, und da muss man klar sagen, bei der Sozialwohnung fängt der günstige Wohnraum an und geht dann in die mittleren Einkommen. Meine Damen und Herren, da sieht man, wie groß das Problem ist. Da sieht man, wie groß das Problem ist, was wir in Hessen haben. Unterschiedlich zugegeben, weil es regionale Unterschiede gibt. Der Zubau, würde man Hessen gesamt nehmen, würde das ja das Delta würde das ungefähr pari aufgehen. Aber der Zubau funktioniert eben gerade im Ballungsraum nicht. Über 80% des Wohnungsbedarfs, den wir haben, ist im Ballungsraum. Und hier entstehen deutlich zu wenig Wohnungen. Und da helfen auch diese monetäre Förderung, hilft hier nur bedingt. Das zeigen die Zahlen, das spiegeln die Zahlen wider. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir dann denklogisch auch einmal darüber nachdenken müssten, wie wir denn zu mehr Bauland kommen, wie wir Kommunen auch unterstützen können, dass wir wirklich zum Bauen kommen, dass wir wirklich neue Wohnraum, auch neue Sozialwohnungen, Wohnungen für mittlere Einkommen, dass sie auch wirklich neu entstehen können. Meine Damen und Herren, und dann sind es auch Fragen, die längst die Wohnungsbaugesellschaften für sich beantworten. Dort an der Stelle, wo die Kommunen in der Finanzierung, was die Infrastruktur nicht, wo Kommunen die Infrastruktur sich nicht mehr leisten können, wo Kommunen damit überfordert sind, übernehmen mittlerweile Wohnungsbaugesellschaften die öffentliche Infrastruktur, das öffentliche, die Finanzierung vom öffentlichen Umland. Und es wäre vielleicht mal eine Aufgabe, gemeinsam darüber nachzudenken, dass da, wo das passiert, dass wir den Unternehmen bzw. den Kommunen dort an der Stelle zur Seite springen mit Landesmitteln. Das ist vielleicht ein neuer Gedanke, den ich hier heute einbringe, aber am Geld, meine Damen und Herren, ist der Wohnungsbau noch nie gescheitert, sondern am Ende an den Rahmenbedingungen. Und an denen müssen wir arbeiten, vor allen Dingen, dass es auch für die Kommunen, für die Gemeinden interessant wird, wirklich zum Bauen zu kommen. In Anbetracht der Zeit und dass wir wirklich auch
den nächsten Morgen auch noch genügend Gelegenheit haben. Es wäre jetzt vieles dazu zu sagen, was Frau Barth gesagt hat. Meine Damen und Herren, egal, wer in den nächsten Jahren, und ich spreche wirklich von Jahren, Jahrzehnten beinahe, in diesem Land Verantwortung für den Wohnungsbau hat, muss sich darüber im Klaren sein, dass mit dieser Änderung der Förderrichtlinie er die letzte Patrone verschießt, was die monetäre Förderung anbelangt. 40% verlorenen Zuschuss hört sich erst einmal viel an. Es ist aber erst einmal nur für Unternehmen, die ohnehin in der Regel Wohnungen nicht aus der Bindung herausgeben oder auch kein Problem damit haben, in 40 Jahre in die Bindung hineinzugehen. Weil das Unternehmen sind, die sich auch einen eigenen Kodex gegeben haben, die sich auch dem Wohnungsmarkt, ihren Mietern verpflichtet fühlen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass man in Kürze, in 2, 3 Jahren, schon überprüfen muss, ob diese Änderung der Förderrichtlinie tatsächlich zu einer Beschleunigung geführt hat, ob da wirklich der gewünschte Effekt, den wir alle miteinander wollen, dass dort mehr günstiger Wohnraum entsteht, auch tatsächlich funktioniert. Meine Damen und Herren, und deswegen sagen wir Ja zu diesem Gesetz und müssen es aber auch in den nächsten Jahren dann kritisch überprüfen, ob es auch wirklich zum gewünschten Erfolg geführt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lenders. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Hildegard Förster-Heldmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich will es gerne noch einmal wiederholen, weil Sie es selber auch heute schon festgestellt haben. Noch nie hat es so viel Geld für sozialen Wohnungsbau gegeben wie heute. So, und es lohnt sich einfach, das auch zu wiederholen. Weiter will ich aber nicht so viel dazu sagen. Und wie Herr Lenders ja auch schon festgestellt hat, wir werden auch morgen noch eine ganze Menge zu dem Thema hören können. Ich bin sehr froh darüber, weil es mir immer sehr viel Freude bereitet, mit Ihnen darüber zu diskutieren, diejenigen Abgeordneten, die sich auch die Mühe machen, in die Tiefe dieser Schwierigkeit des Wohnungsbaus hinabzusteigen und das zu verarbeiten und vor allen Dingen zu bearbeiten. Eins will ich aber schon noch einmal sagen, verehrte Kolleginnen und verehrte Kollegen. Wir müssen uns schon einmal über den Weg einigen, den wir vorgeben. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns in der Analyse dessen, was im Augenblick noch nicht stimmt, wo noch Fehlbedarfe sind, wenn wir uns da möglicherweise einig sind. Wir sollten uns einmal einigen über den Weg. Wie kommen wir da raus? Und ich finde, da hat die Landesregierung in den letzten Jahren eminent viel geleistet. Sie hat den Weg geebnet, damit wir aus dieser Wohnungskrise herauskommen. Und natürlich gibt es von allem zu wenig. Vollkommen richtig, das teile ich. Das teile ich. Aber ich sage Ihnen auch, wir sind angewiesen auf die Wohnungsbaugesellschaften, die eben ihre Wohnungen verwalten. Und genau mit denen müssen wir auch arbeiten. Aber auch da werden wir morgen noch einmal darüber sprechen. Und ich finde einfach, wir sollten nicht immer alles vermischen, sondern einfach einmal bei dem Thema bleiben. Und wenn wir sehen, wie viele Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden, noch nicht einmal explizit in Hessen, sondern man hat einfach die Lage total falsch eingeschätzt. Man hat gedacht, das Land ist fertig gebaut und eigentlich können wir die Füße hochlegen. Es war total falsch. Das haben sich alle geirrt, quer durch die Parteien. Die einen sind noch gehindert worden, von ihrer eigenen Partei das umzusetzen. Das waren die Freiburger. Und die anderen haben es halt vermasselt. Ja gut, es ist so, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber der Weg daraus, das muss unser Ziel sein, das muss unser gemeinsames Handeln sein. Und mehr will ich heute zum Wohnungsinvestitionsprogrammgesetz nicht sagen, dass wir bereits 2018 aufgesetzt haben und wo es wirklich wichtig ist, dass die Wohnungsförderung praktisch per Gesetz verstetigt worden ist, neben den anderen Dingen, die wir tun. Aber eins will ich am Ende des Tages heute noch einmal sagen. Ich habe die vielen
Anfeuerungen aus der Immobilienbranche, von den vielen Gesprächen, an denen auch der Herr Lenders teilgenommen hat, habe ich schon im Ohr. Wir brauchen Bauland. Aber wir als Politiker sind doch in der Pflicht, die Vermittelnden zu sein. Was können wir machen, um Zerstörung, den sogenannten Donut-Effekt, zu verhindern? Was können wir machen, dass Kommunen, Gemeinden und Städte auch in den Innenstädten attraktiv bleiben, in den Dorfkernen attraktiv bleiben? Wie schaffen wir die soziale Frage Zugang zu Grün? Das sind alles Fragen, die wir im Wohnungsbau auch beantworten müssen. Und deswegen ist dieser Weg nicht nur so eindimensional, sondern der ist sehr komplex. Und deswegen kann man nicht einfach einer Gruppe sagen, ja, stimmt, Bauland. Sondern wir haben die Aufgabe, das politisch zu lösen. Und die Aufgabe besteht natürlich darin, auch die Kommunen und Gemeinden dahin zu unterstützen, auch zu bauen, weil das Land baut halt nicht. Mit der Nassauischen Heim, ja, das ist eine tolle Tochter. Aber bauen müssen die Gemeinden und Kommunen. Und es hatte lange gedauert, bis sie sozusagen diesen Schritt gemacht haben. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Als ich angefangen habe im Landtag, da war einer meiner ersten Besuche in Fulda. Und meine lieben Kollegen aus Fulda mögen mir das verzeihen, aber eine der ersten Fragen war auch, Hille, wie schaffen wir das, dass wir hier sozialen Wohnungsbau bauen? Und dann habe ich gesagt, ja, es muss gewollt werden. Wenn man es nicht will, kann man es auch nicht machen. Glauben Sie an eine Zwischenfrage der Kollegin Barth? Jetzt nicht, das ist doch schon so spät, Frau Barth, morgen machen wir das alles. Aber die Frage ist doch, betrachten Sie sich einfach mal, was ist in diesen, ich glaube, es sind noch nicht mal 3 Jahre passiert, diese Entwicklung des Wollens, Stadtentwicklung, Dorfentwicklung, Gemeindeentwicklung zu machen, ist komplett unterstützt von dieser Landesregierung. Und das finde ich, das ist der entscheidende Weg, den wir auch weiter gemeinsam machen müssen. Und natürlich gibt es Unterstützung, soziale Stadtfördermöglichkeiten von Plätzen etc. Das kann man alles aufzählen, es ist wahnsinnig viel, aber bitte nehmen Sie das auch mal zur Kenntnis und integrieren Sie das auch mal in Ihre Reden. Auch das würde mich freuen. Und dann, glaube ich, können wir mit dem Geld, das wir jetzt auch wirklich beschließen werden, eine ganze Menge bewirken. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in dem, was wir gemeinsam alle wollen, wirklich ein großes, großes Stück weitergekommen sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Nächster Redner ist der Abg. Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch zu fortgeschrittener Stunde bleibt die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum eine so wichtige Frage, dass man sie auch mit entsprechender Zeit diskutieren muss. Erlauben Sie mir nur eine Vorbemerkung auf das, was die Kollegin Förster-Heldmann gerade gesagt hat, die ja so ein bisschen das Bild gezeichnet hätte, die Politik solle der Vermittler sein zwischen dem Wunsch der Bauindustrie, der ja auch stark von der FDP unterstützt wird, und den Kommunen und der öffentlichen Hand andererseits da als Vermittler aufzutreten. Ich hätte mal einen ganz anderen Vorschlag. Sie könnten ja als Land Hessen damit beginnen, keine öffentlichen Flächen mehr zu verkaufen, öffentlichen Flächen, die dann den Kommunen oder dem Land Hessen zum Gestaltungsspielraum fehlen. Beim Frankfurter Polizeipräsidium hat sich das Land wie ein Spekulant verhalten, hat es Meistbieten verramscht. Hören Sie damit auf, das wäre ein gutes Handeln. Das wäre ein gutes Handeln des Landes Hessen. Wir beraten jetzt in der zweiten Lesung heute über die Änderung des Wohnrauminvestitionsprogrammsgesetz WIPG. Und ich will gleich zu Beginn das sagen, was ich auch schon bei der ersten Lesung gesagt habe. Es ist völlig richtig, dieses Gesetz zu verlängern, und es ist auch richtig, die Mittel aufzustocken. Angesichts der Mieten- und Wohnungskrise, die wir in Hessen haben, ist jeder Schritt sinnvoll, der das Angebot an bezahlbarem, sozial geförderten Wohnraum ausweitet. Darüber gibt es auch wenig unterschiedliche Meinungen, und deswegen stimmen wir dem Gesetzentwurf zu, ganz unideologisch, so wie Sie das von uns gewohnt sind. Vorausgeschickt muss man aber etwas Wasser in den Wein
gießen. Und man muss natürlich auch der Selbstinszenierung hier von Schwarz-Grün ein bisschen was entgegensetzen. Erst letzte Woche hat sich der zuständige Minister, Herr Staatsminister Al-Wazir, sich ja mit den Worten zitieren lassen, der soziale Wohnungsbau, der ziehe in Hessen wieder an. Grund für diese, wie wir finden, doch sehr optimistische Sichtweise ist der Umstand, dass 2020 scheinbar über 3.000 Wohnungen zur Förderung gemeldet wurden. Immerhin, okay, besser spät als nie, aber alleine die Tatsache, dass dies der höchste Wert seit 2009 ist, zeigt einerseits doch die Größe des Problems und es zeigt auch, meine Damen und Herren, wie sehr die Wohnungspolitik unter Schwarz-Grün in den letzten Jahren geschlafen hat. Denn in all diesen Jahren ist es Ihnen nicht gelungen, die Zahl des sozialen Wohnungsbaus anzukurbeln. Im Gegenteil, Sie wissen, Zehntausende Wohnungen sind aus der Bindung gefallen. Laut der Antwort auf unsere Kleine Anfrage, die wir dann letzte Woche nach über 5 Monaten auch endlich erhalten haben, sind es in Hessen aktuell nicht mehr als 80.000 Sozialwohnungen. Die Tendenz ist weiter fallend. Und bis 2024, das wissen Sie ja, sollen weitere 8.800 Wohnungen aus der Bindung fallen, darunter knapp 6.000 Wohnungen im Regierungsbezirk Darmstadt, also in der Rhein-Main-Region, wo ja sogar Kollege Lenders darauf hingewiesen hat, dass wir es mit einer sehr, sehr angespannten Situation zu tun haben. Und da hilft es auch wenig, Herr Staatsminister, wenn Sie dann an Berlin verweisen. Das können Sie alles gerne machen, aber dieser Niedergang des sozialen Wohnungsbaus in Hessen, der ist in den letzten Jahren eben auch Ihre Verantwortung, die Verantwortung eines grünen Ministers. Und so darf es nicht weitergehen. Und wenn dann angesichts solcher Zahlen Frau Förster-Heldmann in der ersten Lesung zum Gesetzentwurf dann von einer Delle im sozialen Wohnungsbau spricht, dann zeigt es letztlich nur, wie weit Sie von der Realität sind. Diesen Niedergang als Delle zu bezeichnen, das ist natürlich für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen, die wirklich betroffen sind von dieser Wohnungskrise, von dem Mietenwahnsinn. Ja, also wie die solche Bezeichnungen empfinden, das sollten Sie sie mal fragen. Viele Menschen wissen überhaupt nicht mehr, wie sie ihre Miete noch bezahlen sollen, wie sie an eine bezahlbare Wohnung rankommen. Und Sie sprechen hier von einer Delle in einer ansonsten doch ach so positiven Entwicklung. Ich glaube, das ist keine Delle, es ist ein strukturelles Problem. Die Wohnungsfrage ist eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit. Und es wäre endlich auch Aufgabe, hier auf den Regierungsbänken entschlossene Lösungen zu präsentieren, statt das Problem in immer neuen Debatten weiter zu verharmlosen. Jetzt stellen Sie sich hin, und genau das ist ja auch schon wieder passiert, und sagen, wir sind auf einem guten Weg, wir investieren doch Rekordsummen. Genau das hat ja Frau Förster-Heldmann gerade wieder getan. Wir haben die Förderkonditionen verbessert, es werden so viele Wohnungen zur Förderung angemeldet wie auch nie. Das klingt alles auf den ersten Blick prima, aber schauen wir uns doch mal die Zahlen des Wohnungsinvestitionsprogrammsgesetz an. Eine Verdopplung der Mittel um 257 Millionen Euro klingt natürlich erstmal spektakulär herausragend. Guckt man aber auf die verlängerte Laufzeit und auf die Landesmittel, die jenseits von Darlehen fließen sollen, dann sind es am Ende eben ein paar Millionen pro Jahr mehr, mehr aber auch nicht. Das künstliche Hochrechnen von Fördersummen, das ist ja bei Schwarz-Grün Programm, das hat System bei der Landesregierung. Laut der Antwort auf unsere Kleine Anfrage wurden von 2015 bis 2019 Fördermittel im Bereich der Wohnraumförderung in Höhe von 541 Millionen Euro bewilligt, knapp 9.100 Wohnungen. Klingt erstmal nach einer ganzen Menge. Im selben Zeitraum sind allerdings Kompensationsmittel des Bundes in Höhe von 379 Millionen Euro geflossen. Das bedeutet, dass der Anteil des Landes in diesen 5 Jahren faktisch nur 161 Millionen Euro beträgt, macht dann pro Jahr 32 Millionen Euro. Das ist natürlich nichts. Also nicht nichts, das ist natürlich nicht gar nichts, aber es ist auch weit entfernt von den Fantasie- und Fabelsummen, mit denen sich die Landesregierung hier so gerne schmückt. Es lohnt sich also, genauer auf ihre Zahlen zu schauen. Das gilt auch für die über 3.000 Wohnungen, die 2020 laut Ministerium zur Förderung angemeldet wurden. 2019 waren es 1.676 solcher Vorhaben, 2018 noch 1.900.
1.983 Vorhaben. Klingt ja erstmal nicht schlecht, klingt nach einer großen Steigerung. Allerdings, was halt bis heute unklar ist, wann aus diesen Anmeldungen denn dann auch tatsächlich Wohnungen werden. Es sind ja Wohnungen, die zur Förderung angemeldet wurden. Wir haben da Erfahrungswerte. Als das Ministerium im Sommer 2019 in der Antwort auf unsere Kleine Anfrage zugeben musste, wie viele Sozialwohnungen denn gebaut wurden, dann wurde gesagt, 2017 waren es nur 693 und im Jahr 2018 nur 892. Und ich zitiere, es ist davon auszugehen, dass diese Zahlen in den kommenden Jahren weiter zunehmen werden, denn in den vergangenen Jahren wurden jeweils rund 2000 Wohnungen bei der Landesregierung zur Förderung angemeldet. Diese befinden sich jetzt im Planungs- oder Bauprozess und werden in den nächsten Jahren fertiggestellt. Also, es ist ja schön, wenn Sie diese Zahlen hier immer wieder vermelden. Wie viele dieser Wohnungen sind denn 2019 tatsächlich fertiggestellt worden? Sind die Zahlen wie prognostiziert gestiegen? Nein, wir glauben, das genaue Gegenteil ist der Fall. Im Jahr 2019 wurden in ganz Hessen lediglich 618 geförderte Wohnungen fertiggestellt. Sie müssten bitte zum Ende kommen, Herr Kollege. Das ist ein neuer Negativrekord, meine Damen und Herren. Und Sie stellen sich hier hin und sozusagen jonglieren mit großen Zahlen, die angebliche Erfolge Ihrer Wohnungspolitik dokumentieren sollen. Diese Zahlen halten einer genauen Betrachtung nicht stand. Das ändert nichts daran, dass wir diesem Gesetz heute hier zustimmen. Aber in Sachen Wohnungspolitik ist bei Ihnen noch sehr viel Luft nach oben. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Abg. Schulz für die Fraktion der AfD. Verehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, verehrter Herr Minister Al-Wazir, Frau Förster-Heldmann, ich wollte nur hinweisen, dass morgen wird es leider wahrscheinlich noch später als heute. Und nicht die Kommunen sollen bauen, sondern die Kommunen sollen Bauland ausweisen. Und das passiert zu wenig. Herr Minister, ich habe hier an dieser Stelle bei der ersten Lesung wörtlich gesagt, bei Gesetzentwürfen der Regierung lohnt es sich kaum noch, jemanden vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Der Entwurf wird ohnehin angenommen werden. Was wir als Opposition tun können, ist nur zu erklären, warum Sie auf dem Holzweg sind, und zwar nicht erst seit gestern. Das hat sich bewahrheitet. Die AfD ist die einzige Partei, die es klipp und klar verurteilt, dass Sie versuchen, von eigenen Fehlern abzulenken und die früheren Fehler zu wiederholen. Die anderen Oppositionsparteien durchschauen das natürlich auch. Die sind ja nicht dumm, aber wir sind die Einzigen, die das auch sagen. Denn dieses Spiel spielen wir einfach nicht mit. Ihr Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz ist schon am 1. Januar 2019 in Kraft getreten und war völlig wirkungslos. Und ich weise auch gerne noch einmal darauf hin, dass sogar in Ihrem Entwurfstext drin steht, da schreiben Sie nämlich, die Situation auf dem Wohnungsmarkt sei weiterhin spürbar angespannt. Weiterhin, ja, was heißt denn das? Und woran könnte das liegen? Es gibt zwei Möglichkeiten, als Machthaber auf so eine Lage zu reagieren. Die erste ist die, die Sie gewählt haben. Sie wollen jetzt noch mehr in das Fass ohne Boden pumpen. Wie bei fast allen Ihren Anträgen zur Baupolitik wollen Sie nicht die eigenen Fehler einsehen. Sie wollen denselben Fehler wiederholen und hoffen, dass es diesmal kein Fehler sein wird. Die andere Möglichkeit wäre die weniger angenehme, aber dafür die bessere. Es gibt den leichten Weg und es gibt den richtigen Weg, wie der Volksmund sagt. Ihr Gesetz hat von Anfang an nur die Symptome bekämpft, statt das Problem an der Wurzel zu packen. Das ist das Erste, was man sich eingestehen müsste. Als Zweites
müsste man den Grund für die Probleme auf dem Wohnungsmarkt identifizieren und klar benennen. Die Lösung für die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt ist vor allem die Erhöhung der Eigentumsquote oder und Ausweisung von Bauland. So sind unsere Bürger gar nicht mehr direkt abhängig von den Schwankungen der Immobilienpreise. Sie haben niemals Vorstöße in diese Richtung gemacht. Man hört von Ihnen nur die ganze Zeit über von Mietpreisbremsen und Sozialwohnungen. Und außerdem tut eine Verbesserung der Bedingungen im ländlichen Raum Not. Aber das interessiert Sie nicht, denn dort werden die meisten von Ihnen, insbesondere die Grünen, gar nicht gewählt. Sie schreiben in Ihrem Entwurfstext das Zitat: In vielen Landesteilen eine sich verschärfende Wohnungsknappheit bestehe. Welche Landesteile sind das? Geht es um den Kreis Wetterau oder das Hinterland von Fulda? Nein, Sie wissen ganz genau, dass es nicht darum geht. Es geht um die urbanen Regionen, die ohnehin schon überbevölkert sind. Und diese Kommunen wollen Sie fördern, damit dort noch mehr Menschen hinziehen. Und um wieder zurückzukommen auf den richtigen Weg, den Sie nicht einschlagen wollen, der dritte Schritt auf diesem Weg wäre, sich endlich der Demografie zuzuwenden, statt ängstlich die Augen vor ihr zu verschließen. Man muss sich eingestehen, dass die Migrationspolitik der letzten Jahre die Situation auf dem Wohnungsmarkt drastisch verschlechtert hat. Das steht ja auch in dem Gesetz. Das ist Mathematik für Erstklässler. Aber wir haben ja vorhin gesehen, dass nicht jeder mit Mathematik so gute Freundschaft pflegt. Aber was machen Sie, Herr Minister, stattdessen? Warnen Sie vor einer solchen Entwicklung? Geben Sie Lösungsvorschläge? Nein, im Gegenteil. Anfang 2018 haben Sie explizit geschrieben, dass dieses Wohnrauminvestitionsprogramm gekoppelt sei an die Aussicht auf Errichtung von Flüchtlingswohnheimen. Seit wir in den Landtag eingezogen sind und hier unsere Wähler vertreten, sagen wir das seit fast 2 Jahren inzwischen. Wir als AfD wollen, dass erstens deutsche Bürger nicht dazu gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, um anständige Lebensqualität zu finden. Zweitens, dass deutsche Bürger hinreichend gute Bedingungen vorfinden, um ohne Förderprogramme selbst bauen zu können, statt auf staatliche Wohlfahrt angewiesen zu sein. Und drittens, dass hier zuallererst für die Bürger dieses Landes, die Deutschen, gebaut wird und wir staatliche Förderprogramme nicht danach ausrichten, wie viele abgelehnte ausreisepflichtige Migranten mit Duldungsstatus sich hier aufhalten. Für uns hat sich nichts geändert seit der ersten Lesung. Wir stimmen gegen Ihren Gesetzentwurf. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Nächster Redner ist der Abgeordnete Müller für die Fraktion der CDU. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich stehe jetzt unter unfassbarem Druck. 37 ausnutzen oder auf die Uhr schauen und sagen, das ist der letzte Redner dieses Tages. Aber wir wollen es ja nicht allzu fröhlich machen. Herr Kollege Lenders, ich bedanke mich ausdrücklich bei Ihnen für die Analyse. Denn wir sind uns einig darüber, und der Staatsminister hat es, glaube ich, bei der Begründung des Gesetzentwurfs auch schon gesagt, es ist ein weiterer Versuch, ein bürokratisches Hemmnis zu beseitigen, um auf diese Weise Geld freizulenken, um es mal so salopp zu sagen, und weitere Anreize zu geben, dass der Wohnungsbau, der soziale Wohnungsbau an dieser Stelle besser anläuft. Aber die Probleme liegen wahrhaftig wahrscheinlich, und nicht nur wahrscheinlich, sondern sie liegen woanders. Sie liegen darin, dass die Bereitschaft, sozialen Wohnungsbau zu errichten, also sozialen Wohnungsbau zu betreiben, erst einmal da sein muss. Und da können wir ja alle reden, es muss, es soll, es wird. Und ich höre von Ihnen auf der linken Seite immer, das muss alles ganz anders werden. Das Problem ist, die Bereitschaft muss da sein von all denen, die sozialen Wohnungsbau errichten wollen. Und da haben wir eben die, ich sage es mal, Probleme. Und da müssen wir Anreize schaffen. Die schaffen wir an dieser Stelle. Bin ich auch stolz darauf, dass wir die Mittel verdoppeln.
wahrhaftig verdoppeln und damit deutlich machen, die Hessische Landesregierung fördert nach wie vor den notwendigen und sinnhaften sozialen Wohnungsbau. Und es ist eine völlige Mehr, und ich kann das bald nicht mehr hören, weil es geschichtslos ist, wenn die AfD davon redet, dass das der falsche Weg ist. Das ist das, was seit 1949 unser Land begleitet, der soziale Wohnungsbau, der Menschen, die Wohnungen gibt, die sich das nicht leisten können. Seit 1949 ist ein breiter Konsens zwischen allen Parteien da, dass der soziale Wohnungsbau ein Weg ist, Wohnungsnot sinnhaft zu begegnen. Und da wollen wir auch gar nicht dran rütteln, weil es ein Punkt ist, der den sozialen Frieden in unserem Land nicht nur gewährleistet, sondern auch absichert. Und jetzt können wir lange darüber nachdenken, was wir verbessern können in der Baulandfrage. Sie haben es gerade gesagt, aber wir können nichts verbessern, wenn die Kommunen vor Ort nicht Entscheidungen treffen, die notwendig sind. Und da kann das Land eher nur begrenzt darauf einwirken. Wir haben Bauvorgaben, die erleichtern wir. Wir müssen ja nur an die Gesetzesvorlagen der letzten Monate erinnern, die der Staatsminister vorgelegt hat. Also insoweit, Sie sind mir viel zu aktiv, Herr Al-Wazir, weil man sagt Ihnen ja immer, das ist nicht so. Im Gegenteil, die Bauvorgaben sind gerade für den Wohnungsbau erleichtert worden, auch im Übrigen unter Einbindung der Stadt Frankfurt. Ich erinnere mich nur an die Anhörung, wo wir vieles aufgenommen haben an dieser Stelle. Das heißt also, wir tun vieles, um die Situation zu verbessern. Aber die Problematik liegt eben vor Ort. Und sie liegt dort, wo der Wohnungsbau eben stattfindet. Und wir haben auch einen völlig geteilten Wohnungsmarkt. Das dürfen wir uns doch an dieser Stelle auch nicht verleugnen. Wir haben einen Wohnungsmarkt, der in den Ballungszentren völlig anders funktioniert, aber vollkommen anders funktioniert wie auf dem Land. Kollegin Förster-Heldmann hat darauf ja auch schon verwiesen. Und deshalb müssen wir uns auch darum kümmern in Zukunft, und wir werden das auch tun. Wie kriegen wir die Zentren, wie kriegen wir die Situation ins Leben und wie bekommen wir vor allen Dingen dann das Interesse für den sozialen Wohnungsbau an dieser Stelle gesteigert. Und Mit einer mehr muss man doch auch aufräumen. Da wird dann hier vorgetragen, ja, die Bilanz ist schlecht, weil wir haben nur 9.000 Zuwächse und 18.000 gehen aus der Bindung raus. Ja, und? Die gehen aus der Bindung raus. Deshalb hat kein Mensch weniger Wohnraum an dieser Stelle und kein Mensch zahlt sofort mehr Miete. Das ist eine Mehr. Und wenn Sie nachschauen, vor allen Dingen in die Mietspiegel, die sozioökonomisch aufgestellt sind, werden Sie feststellen, dass sich gar nicht viel ändert. Und von daher ist der eigentliche Effekt der sozialen Wohnungsbauförderung doch erreicht, nämlich Wohnungen zu errichten, die einer Sozialbindung unterliegen, und zwar eine lange Zeit, und danach dem Wohnungsmarkt nach wie vor zur Verfügung stehen. Deshalb finde ich, sind diese 9.000 mehr eben ein großer Erfolg, auch eben der Hessischen Landesregierung. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das gehört nur am Rande zum Thema. Ich finde aber trotzdem, man muss es auch einmal sagen, das ist einfach eine widerliche Mehr, zu sagen, Flüchtlinge sorgen dafür, dass die Wohnungsknappheit sich vermehrt. Das leugnet sämtliche demografischen Entwicklungen und in unserem Land. Das ist schlichtweg Demagogie und völkische Betrachtung einer Situation, die so überhaupt nicht gegeben ist. Sie bleiben doch dem Beweis bis zur letzten Sekunde schuldig, wie viele Wohnungen denn vermeintlich aus dem Wohnungsmarkt entfernt worden sind. Herr Kollege Müller, Sie haben das Wort. Ja, ich höre gerne mal so einen Blödsinn zu. Das muss mir ehrlicherweise sagen. Herr Dr. Grobe, diese Demagogie, die Sie heute bringen, das ist unfassbar. Bleiben Sie doch Ihrem Beleg nicht schuldig. Wir finden uns nicht in München, wir sind hier in Hessen. Sagen Sie doch genau, wie viele Wohnungen sind denn durch Flüchtlinge dem allgemeinen Wohnungsmarkt entzogen worden? Wo, wie viele und wann? Und Sie werden zu einem erstaunlichen Ergebnis kommen. Sie werden aber nicht leugnen können, dass immer mehr junge Leute in die Städte wollen, die vereinzelt Wohnungen suchen. Das heißt also, die Situation des Wohnungsmarkts hat sich ja auch verändert in den letzten 40 Jahren. Wenn früher Familien Wohnungen gesucht haben, suchen immer mehr Single-Haushalte Wohnungen. Damit verknappt sich logischerweise der Gesamtwohnraum auch, weil die Wohnungen, die damals gebaut worden sind, unter anderen Gesichtspunkten gebaut worden sind. Das heißt also, wir haben eine ganz große Gesamtaufgabe. Und ich bin dankbar, dass der Staatsminister genau das erkannt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt lockern,
die Vorgaben. Wir müssen innovativer denken, und wir müssen auch Anreize bieten, auf diesen veränderten Wohnungsmarkt Stellung zu nehmen und auf diesen veränderten Wohnungsmarkt einzugehen. Also, um es kurz zu machen, cooles Gesetz. Wir finden es klasse, und so muss man weitermachen. Danke schön. Herzlichen Dank, Herr Kollege Müller. Nächster Redner für die Landesregierung ist Herr Staatsminister Al-Wazir. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der eigentliche Anlass dieser Debatte ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs über das Wohnungsinvestitionsprogrammgesetz. Das will ich noch einmal sagen. Wir verdoppeln die Mittel in diesem Bereich. Das heißt, dass das ein wesentlicher Baustein dafür ist, dass wir die angestrebte Summe von 2,2 Milliarden € bis 2024 erreichen. Deswegen ist es ein gutes Gesetz, das, wenn ich das richtig sehe, hier eine breite Mehrheit bekommen wird. Die zweite Frage ist, wofür machen wir das? Wir machen das, um geförderten Wohnraum zu schaffen. Jetzt will ich an dieser Stelle sagen, weil es ja so eine allgemeine Debatte gab an dieser Frage. Ja, wir haben die Zuschüsse erhöht, also den Zuschussanteil. Das heißt übrigens auch, im Gegensatz zur Vergangenheit können wir diese Mittel teilweise jedenfalls nicht zweimal einsetzen. Das war lange auch ein Erfolgsrezept der sozialen Wohnraumförderung, dass man vor allem mit zinsvergünstigten Darlehen gearbeitet hat, hat dadurch etwas angereizt, dann kam es irgendwann zurück, hat man wieder eingesetzt. Das machen wir eben teilweise noch. Aber wenn man einen Zuschussanteil sozusagen dann hat in diesem Bereich, dann bedeutet das natürlich auch, wenn ich mir den gesamten Bereich des geförderten Wohnraums anschaue, dass teilweise in Anführungszeichen die Mittel dann weg sind und neu mobilisiert werden müssen in einem bestimmten Bereich. Und ja, ausdrücklich, wir machen das, weil wir sehen, dass es in bestimmten Bereichen noch einen Mangel gibt. Und deswegen zur allgemeinen Wohnraumfrage vielleicht noch einmal ganz wichtig. Wir haben in Hessen eigentlich nicht zu wenig Wohnungen, wenn man sich jetzt einmal insgesamt sozusagen anschaut, wie viel brauchen wir? Wir brauchen 367.000 in den nächsten 20 Jahren. Wie viel entstehen jedes Jahr? So 16.000, 17.000. Das kommt übrigens schon ungefähr hin. Nur wir stellen fest, die entstehen teilweise, wenn ich das einmal so sagen darf, an der falschen Stelle, weil da gebaut wird, wo man eigentlich keinen Mangel hat, oder sie entstehen in einem Segment, wo am Ende gerade bei den Bereichen, wo die Menschen nicht viel Geld haben, die Mietpreise zu hoch sind. Und deswegen machen wir soziale Wohnraumförderung, und deswegen konzentrieren wir sie auf den Ballungsraum, um an dieser Stelle den Markt auszugleichen. Und ich sage das ausdrücklich, weil der Herr Schalauske ja gesagt hat, eigentlich ist das ja alles viel zu wenig, wenn man weiß, wie viel man braucht. Mein Anspruch ist nicht, dass jede neu gebaute Wohnung in Hessen eine Sozialwohnung ist, sondern ich möchte am Ende eine Mischung aus den unterschiedlichen Bereichen geförderten Wohnraum, frei finanzierten Mietwohnraum, Eigentumswohnungen, Eigenheime. Wenn man das am Ende an den richtigen Stellen mischt, dann entstehen im Übrigen auch funktionierende soziale Quartiere. Auch an dem Punkt, muss ich Ihnen sagen, ja, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren ein deutliches Anziehen auch der Bautätigkeit haben werden. Und das ist so, das dauert immer eine gewisse Zeit. Wenn Sie ein neues Gebiet finden, sagen, wir haben jetzt die Förderinitiative Großer Frankfurter Bogen gestartet, entlang der Schienenstrecken. Wir unterstützen die Kommunen an dieser Stelle. Aber bis Sie da erst einmal sozusagen den Aufstellungsbeschluss haben für den Bebauungsplan und am Ende, sozusagen, bis da am Ende eine Wohnung steht, das dauert einfach eine gewisse Zeit. Und dann ist die spannende Frage, welche Wohnungen entstehen da? Und ich bin mir sehr sicher, und das ist dann ein Punkt, wo nicht nur die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften oder die Nassauische Heimstätte sagen, an dieser Stelle das nachfragen wird. Es gibt ja zunehmend auch Städte in gefragten Bereichen, die sagen dann, dass auch jeder private Investor von Mietwohnungen einen bestimmten Anteil an geförderten Wohnungen vorhalten muss. Das finde ich ausdrücklich richtig, da wo wir sehen, dass es einen richtigen Druck gibt. Aber ich sage auch an dieser Stelle, das kommt irgendwann an Grenzen, wenn dann beispielsweise gesagt wird, wir diskutieren das ja dann über die Frage morgen, glaube ich, über die Frage, wie viel Prozent geförderten Wohnraum bzw. in welchen Bereichen,
wenn Sie irgendwann die Forderung haben, die ja teilweise sogar gestellt wird von der Linkspartei, nur noch geförderten Wohnraum, kann ich Ihnen sagen, so haben wir in Deutschland bisher nicht gebaut. Und so will ich auch nicht bauen, weil am Ende möchte ich möchte nicht, dass die Fehler der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wiederholt werden, man irgendwelche Sachen auf die grüne Wiese klatscht und dann am Ende sich wundert, dass es sozial nicht funktioniert. Und Banlieues wie in Frankreich will ich erst recht nicht. Es kommt auf die Mischung an, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dazu gehört geförderter Wohnraum, dazu gehört frei finanzierter Wohnraum, dazu gehört auch Eigentum. Das ist am Ende der Punkt, um den es geht. Und ja, natürlich diskutieren wir über die Frage, was wir noch tun können. Und da ist ja vieles, da werden wir morgen auch über die Frage diskutieren, was dann auch dazu beigetragen werden kann, dass das schneller geht. Ich kann Ihnen nur sagen, wir können keine Fläche bereitstellen. Das geht nicht. Bauleitplanung ist der Kern der kommunalen Selbstverwaltung. Also ist jeder von Ihnen, der vor Ort Verantwortung trägt, auch gefragt über den Punkt, wenn es um neue Gebiete geht, was man dann da entstehen lässt. Dann geht es um die Frage, in welchen Bereichen man da investiert. Und ich kann Ihnen das mal aus meiner Heimatstadt Offenbach beispielsweise sagen. Da war es jahrzehntelang so, da wollte man keinen sozialen Wohnungsbau mehr. Übrigens parteiübergreifend. Also Nadine Gersberg weiß genau, was ich meine. Und dann hat man, weil man nämlich darauf setzte, Stichwort Hafen und Ähnliches, dass man am Ende eine andere Sozialstruktur bekommt. Und zwar war das nicht Gentrifizierung, das war der Versuch einer Durchmischung. So, und dann am Ende ist es so gut sozusagen gelaufen, dass es jetzt wieder das Problem gibt, dass man in bestimmten Bereichen viel zu wenig hat. Und auch die Stadt Offenbach sagt jetzt wieder, sie will geförderten Wohnraum haben. Und wir sagen an dieser Stelle als Land, wir stellen die Mittel bereit. Gebaut werden muss vor Ort. Teilweise machen wir das auch über die mehrheitlich landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Und ich sage ausdrücklich, ja, es fallen auch Wohnungen aus der Bindung, wenn man dann nach 25 Jahren oder nach 15 Jahren oder nach 20 Jahren. Aber ich sage ausdrücklich, diese Wohnung, die aus der Bindung fällt, wenn sie aus der Bindung fällt, wir haben ja auch Mittel bereitgestellt, um Wohnungen länger in der Bindung zu halten. Die Nassauische Heimstätte beispielsweise sagt freiwillig, dass sie jede Wohnung, die aus der Bindung fällt, 10 Jahre länger sozusagen als Sozialwohnung zur Verfügung stellt. Und das Land verzichtet im Gegenzug auf Dividende aus der Nassauischen Heimstätte. Aber jede Wohnung, die aus der Bindung fällt, jede Wohnung, die sozusagen 25, 40 Jahre vielleicht eine Sozialwohnung war, die wird nicht am nächsten Tag eine Penthouse-Wohnung, Kollegin Wissler, sondern sie ist in aller Regel weiterhin in einem bestimmten Segment. Und da kann ich an dieser Stelle sagen, es kommt auch da auf die Mischung an, frei finanzierter Mietwohnraum, sozusagen günstiger Mietwohnraum, kommunale Wohnungsbaugesellschaften, private Investoren. An dem Punkt haben wir jetzt alles im Köcher, was man nur haben kann, was man sich nur wünschen kann. Und jetzt geht es Schritt für Schritt voran. Die Kollegin Hinz hat schon angefangen, Stichwort Wohnrauminvestitionsprogrammgesetz, ist ja von ihr eingebracht worden. Wir drehen den Tanker langsam. Im Wohnungsbau dauert das immer eine gewisse Zeit, aber er dreht sich, und er dreht sich in die richtige Richtung. Und deswegen ist es ein wunderbarer Abschluss des heutigen Plenartages. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Wir sind am Ende der Aussprache dieses Tagungsordnungspunktes.